Wenn du unglaublich mächtig bist und wahnsinnig viel Schotter hast, hast du ja eine ungeheure, Geld ist ja Gestaltungsmacht, du kannst wirklich gestalten. Und alles, was man jetzt sieht an den neuen Agenden, die eben sich in Richtung Transhumanismus entwickeln, dahinter steckt eine lupenreine, da steckt ein Sendungsbewusstsein, da steckt eine Ideologie dahinter, steckt letztendlich eine Form von Religion dahinter. Ich glaube nicht, dass die anders ticken in dem Sinne, dass sie, also Macht ist erstmal natürlich wahnsinnig toxisch, das ist klar. Also dass es die Seele korrumpiert und was ganz Fieses dabei rauskommt, wenn man zu viel Macht hat. Das ist meistens so und da können die meisten auch nicht mit umgehen. Liebe Community, diese Plattform und auch die Dokumentarfilme entstehen zu 100% durch eure Spende. Wir haben keine kostenpflichtigen Abos und stellen jeglichen Inhalt zeitversetzt online. Unser Dokumentarfilm mt-film.eu und auch project-forvea.com und die Produktion des neuen Films Können 100 Ärzte lügen sind extrem aufwendige Projekte. Wir müssen investieren in Filmequipment, Server, Grafik und natürlich in die Honorare unseres Teams. Ihr macht das möglich, so dass kritische Stimmen durch viele Menschen eine breite Öffentlichkeit erreichen. Ich danke euch für eure Unterstützung, euer Kai Stut. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Format Starshot bei Kai Stut. Das ist ja ein Kanal, bei dem wir tolle Künstler vorstellen wollen, Menschen, die ungewöhnlich leben, Menschen, die eine Meinung haben, Menschen, die philosophisch sich beschäftigt haben. Und hier neben mir sitzt Raimund Unger und ich freue mich, den Künstler, wie man hier sieht, und natürlich auch den Buchautor und vielleicht auch jemanden, der philosophisch viel denkt, begrüßen zu dürfen. Hallo Raimund. Hallo Kai, ich freue mich sehr. Ja, unser Thema ist heute so ein bisschen, dass wir ja einfach das Positive in dieser Welt einfach auch den Leuten vermitteln wollen. Wie erreicht man das? Und ich glaube, und das war so das, was ich so in dem Vorwort deines neuen Buches gelesen habe, aber auch in den Büchern, die du schon geschrieben hast, also die Vorwörter, ich habe leider nicht das ganze Buch gelesen, aber dort habe ich immer wieder so gesehen, dass du so einen Prozess durchgemacht hast. Also ein Prozess zwischen, man könnte sagen, harter Selbstauseinandersetzung, Veränderung hin zu Erkenntnis. Würdest du sagen, dass der Weg raus aus dem Hamsterrad ein einfacher ist? Nee, der ist keineswegs einfach und ich glaube auch, dass man den so ohne weiteres nicht freiwillig macht. Also da muss schon einiges zusammenkommen. In meinen Büchern spreche ich ja immer von der klassischen Krise, damit man sich bewegt, aber so ganz freiwillig macht man das nicht. Und ich finde es auch interessant, dass du sagst, hast du irgendwie einen positiven Anklang gelesen im Vorwort, dass das irgendwie positiv wird oder ja, sein könnte? Ja, weil ich glaube ganz einfach, für mich ist das Leben, also vielleicht ist das auch so ein bisschen das Thema mit dem, was mich einfach auch interessiert hat, mit dir dieses Interview zu führen. Für mich ist das Leben ja eigentlich wie ein Radrennen oder wie ein Marathon, vielleicht auch ein besonders langer Marathon oder ein besonders langes Radrennen. Es tut manchmal extrem weh, sich sozusagen zum Erfolg zu arbeiten. Man muss jahrelang trainieren. Es sind auch Schmerzen, es sind ja körperliche Schmerzen, die man erleidet, wenn man den Berg rauf fährt oder wenn man den Berg raufläuft. Und der Schweinehund im Kopf, der tickert die ganze Zeit. Und man kann sich ja da die Frage stellen, warum tut man das? Man könnte ja eigentlich gemütlich mit Popcorn vom Fernseher sitzen und es lieber lassen. Machen ja die meisten auch. Genau. Und also ja, also ich fand es nur ganz interessant, weil mir ja immer vorgeworfen wird, ich wäre so ein bisschen, also ich bin ein guter Analyst der Missverhältnisse. Also in meinen Büchern schreibe ich ja über die Dichotomie der deutschen Gesellschaft, die aber letztlich könnte man sagen ganzen westlichen Gesellschaft, dass es ganz viele Generationen gibt oder die heutige Generation inzwischen, besonders die am Drücker ist, also die Babyboomer, die Politik machen oder die in den Redaktionen sitzen, dass die unheimlich dichotomes Weltbild haben und nicht sehr erwachsen geworden sind und sich das eigentlich doch eher gemütlich machen, also sich so gesehen nicht auf diese Selbstentdeckung machen. Und ich analysiere in meinen Büchern diese ganzen Missstände und bislang ist es auch eher immer bei diesen Analysen geblieben. Also ich habe nicht wirklich eine Lösung angeboten bisher.
Und wenn ich irgendwo einen Vortrag halte oder irgendwie zu den Leuten spreche, wie kürzlich in der Schweiz oder so, dann sind die Leute immer sehr, oder das Auditorium ist oft sehr ernüchtert, weil ich eigentlich gar nicht so eine tolle Zukunftsperspektive habe am Ende. Also ich sage jetzt nicht, dass die Gesellschaft sich, wenn man das und das machen würde politisch oder wenn man die und die freien Parteien nach oben bringen würde oder, dann haben wir in Kürze eine wache und befriedete Gesellschaft. Das sage ich eher nicht und daran glaube ich auch eher nicht. Aber ist das nicht so wie das Radrennen, also das Leben, also und auch das Gesellschaftliche? Wir wissen das ja von uns, also ich glaube, du hast einen ziemlich harten Prozess durchgemacht, einen Prozess, um Erkenntnis zu erlangen. Ich glaube, da hilft auch ganz extrem die Kunst, auch das Reflektieren, weil man sich ständig reflektiert, ist das gut, ist das schlecht, was man tut, ist das sozusagen etwas, was aus dem Verstand kommt oder aus dem tiefsten Inneren, also aus der Herzenergie oder aus dem globalen Bewusstsein. Also all das hat ja auch sehr, sehr viel sozusagen mit diesem ständigen Kampf dieser zwei Welten zu tun, dem Rationalen Genau. und dem Intuitiven. Das Positive daran ist doch ganz einfach, dass Ergebnisse herauskommen, auf die man stolz ist, ob das jetzt als Autor ist oder auch als Maler. Dann lohnt sich ja das ja für kurze Zeit. Natürlich ist es immer nur eine ganz kurze Momentaufnahme, aber ist das nicht besser, diese wirklichen Stürmungen zu haben, dass man oben auf dem Gipfel kurz ankommt, dann geht man, also das ist ja der Weg nach oben, und dann kommt natürlich auch wieder der Abstieg. Das heißt also, man fällt dann wieder auch sehr tief runter. Aber der Unterschied ist ja, und deswegen sehe ich das eigentlich als positiv an, das ist ja der Sinn des Lebens, dass wir Erfahrungen machen können und nicht eigentlich als lebende Tote im Genau, Transhumanismus eigentlich so dahin ist es. vegetieren. So ist es. Aber die Frage ist ja, wie breit, wer geht diesen Weg wirklich? Also wenn man das im Archetyp der Heldenreise, wie ich es ja jetzt in meinem letzten Buch gemacht habe, beschrieben hat, dann ist schon klar, dass es das ein relativ schmaler Weg ist. Der ist exklusiv. Und die Frage ist immer, beschreibe ich da wie soll man sagen, Selbstentwicklungsweg für ein Individuum? Das prozentual gesehen vielleicht 10 oder 20% der Menschen machen werden und auch jetzt schon machen und in diesem Prozess drin sind. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit den Zahlen der Wachheit in der Corona-Krise. Da konnte man das auch in etwa ablesen, wie wach oder wie reif ist die Gesellschaft. Das kann man aber auch bei den anderen großen Angstnarrativen sehen. Also wie viel teilen das die anderen großen Angstnarrative, die es ja auch gibt. Und wie viel sind wach? Und dann kann man natürlich sich die Frage stellen, warum sind die wach und an welchem Punkt haben die irgendwann mal angefangen, sich zu hinterfragen, weil das gehört dazu, dass du dich sozusagen als Outsider, wenn du diese ganzen Narrative nicht stellst, bist du automatisch Outsider. Und das musst du aushalten. Das ist dann diese Besonderung, die der Held durchmacht, dass er erstmal ganz schön alleine ist. Und Eines der schlimmsten Dinge für die meisten Menschen. Das ist, muss man genau. immer noch dazu So ist sagen, es. diese Trennung sozusagen aus der Genau. Gesellschaft. Ja. Ja. Also es gibt halt einen wahnsinnigen, so ist der Mensch eben angelegt auf Gemeinschaft und der Mensch kann auch nur in der Gemeinschaft gespiegelt werden und es gibt nichts Schlimmeres, als da rauszufallen. Und wenn die Gemeinschaft sich aber sozusagen das, was Hans-Joachim Marx Normopathie nennt, also wenn die Gemeinschaft auf einmal anfängt, irgendwie hypnotisiert zu werden, und in dieser Hypnose einen Weg einschlägt, der eben diese berühmte Massenbildung darstellt, also dass die Masse sich einig ist, zu einig ist und neurotisch einig ist und infantil einig ist, dann wird dieser Weg natürlich immer schwerer, weil man wirklich rausgekickt wird und weil man auch wirklich Ärger kriegt. Also es ist ja nicht so, dass man irgendwie morgens aufwacht und sagt, ach, jetzt gehe ich mal auf den Heldenweg, sondern damit ist viel Leid verbunden und viel Selbsthinterfragung. Der Heldenweg hat auch vor allen Dingen noch ein paar andere Dinge, ne? Also ich glaube, du bist kinderlos, ich auch. Das ist auch nicht für jedermann und jede Frau der Weg, den man natürlich irgendwo in diesem Gesellschaftskonzept gehen möchte, ne? Also ich glaube, alleine ist das natürlich noch einfacher, glaube ich, als für eine Familie verantwortlich zu sein, weil dieser Heldenweg natürlich auch manchmal ein unglaublicher Stolperweg ist und wie du schon gerade gesagt hast, natürlich auch ein Weg,
also aus der Gesellschaft heraus, das heißt also absichtlich aus der Gesellschaft heraus, aus der Erwartungshaltung der Gesellschaft, denn der größte Manipulator ist nämlich, dass die Gesellschaft sich vereinnahmt durch die Kinder, durch das System, durch die Verantwortung, die man den Kindern gegenüber hat und ja, einfach vielleicht auch anderen Personen gegenüber, denen man Absolut. Dann auch verantwortlich ist. Ne? Absolut, aber ich kenne auch viele individuierte Väter und Mütter. Also es ist zwar so, dass das oft so ist, dass natürlich der Held wird ja auch als Lonely Wolf beschrieben und der Einsame, der da seine Abenteuer macht und so. Das ist natürlich dieser klassische, das sind Klischees, das sind Archetypen. Und so wäre es jetzt bei uns beiden tatsächlich auch irgendwie. Aber es gibt genauso, kann man sich als Eltern individuieren und wach werden. Aber es ist noch schwerer, würde ich sagen, ne? Oder? Naja, es ist wahrscheinlich schwerer. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich habe das ja auch aus einem Defizit heraus. Es ist ja ohnehin so, dass ich sozusagen meine individualpsychologischen Probleme, die ich als junger Mann hatte, wo ich sozusagen immer gedacht habe, mit mir stimmt hier irgendwas nicht und ich bin hier irgendwie nicht richtig und so. Was zum Beispiel auch schon damit anfing, dass ich diese ganz normale Teilung zwischen Arbeitsprozess und Freizeit nicht akzeptieren konnte. Also diese, was die Gesellschaft einfach wortlos, mehr oder weniger klaglos akzeptiert, dieses 9-to-5 und Freitag ist endlich Wochenende und da darf man am Wochenende leben und man hat 2 Wochen Urlaub im Jahr und da kann man die Sau rauslassen und ansonsten geht man in Sack und Asche und zieht ein langes Gesicht, weil man wieder die Arbeitswoche vor sich hat. Diese Form von Abspaltung, die konnte ich schon als junger Mann nicht ertragen. Und ich habe immer gedacht, es muss etwas im Leben geben, wo ich rund um die Uhr mich auch sehe und einbringe und lebe. Und das hat eine ganze Weile gedauert, bis es tatsächlich so war, also bis es tatsächlich diese Deckungsgleichheit gegeben hat. Und unsere Gesellschaft ist halt so gespalten, dass es akzeptiert wird, dass diese Aufspaltung akzeptiert wird. Und durch diese riesige Selbstverleugnung, die dadurch zustande kommt, dass du dich im Grunde um 5 Tage wegmachst, es sei denn für die wenigen, die wirklich ihren Job lieben, das sind aber gar nicht so viele, und dann darfst du das Wochenende genießen, das ist eine extreme Suchtspirale, weil man dann kompensieren muss. Da hat man irgendwas verraten, irgendwas verleugnet. Und diese Suchtspirale, in die man dann reingerät, die wird normalerweise über Konsum beantwortet. Da muss man sich eben was gönnen. Ich hätte da gleich 2 Fragen, aber fangen wir vielleicht mal mit der ersten an, die vielleicht auch ein bisschen intim ist, um einfach dich vielleicht auch ein bisschen aus der Reserve zu locken. Bist du glücklich? Ich bin glücklicher als früher und ich habe Phasen von Glück. Aber ob zu sagen, ich bin glücklich im Sinne von that's it und ich bin erleuchtet und rund um die Uhr glücklich, das kennt auch keinen Menschen, der das von sich sagen kann. Das wüsste ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, immer verglichen mit dem Gefühl, neben der Spur zu sein, mit dem Gefühl, nicht richtig zu sein, mit dem Gefühl, nicht angekommen zu sein, dass ich viele Jahre hatte, verglichen mit diesen alten Zeiten bin ich glücklich. Glaubst du, dass es Glück in dieser Vorstellung, wie wir das in der Gesellschaft haben, überhaupt, dass es das überhaupt gibt? Ja, so wie ich es eben dargestellt habe. Also wenn du, ich glaube schon, dass du dich, dass du auch in dieser Gesellschaft dich so authentisch aufstellen kannst, dass man dem schon ziemlich nahe kommt. Aber es ist eben in den letzten Jahren eigentlich immer schwerer geworden. Beziehungsweise die Gesellschaft entwickelt sich halt immer mehr zu einem zyklisch, werden die Zügel immer weiter angezogen, zu einem unheimlich großen Charaktertest. Der letzte große lief gerade. Und der war eben auch unglaublich erschreckend. Also dass man gesehen hat, wie schnell der berühmte Prozess der Massenbildung zustande kommen kann, wo dann die Menschen auch gar keine Wahl mehr haben, frei zu denken und das auch nicht mehr tun. Und die wenigen, die noch frei denken, einem ungeheuren Druck und wirklich nicht nur Druck, sondern wirklich auch Verfolgung ausgesetzt sind. Ne? Also das sind eben die Mechanismen, die dann in eine echte Hexenjagd auch umschlagen können. Und das war, schon vorher habe ich mir über bestimmte Themen Sorgen gemacht, weil diese Cluster alle im Grunde genommen schwere Angstnarrative und ungeheuren kollektiven Druck erzeugt haben. Also ob das jetzt Gendersprech war, ob es die Klimaerzählung war,
Das hat alles schon einen ungeheuren Druck gemacht. Also die, im Grunde alle woken Themen, die man eigentlich nur bejahen kann, darf und muss, die haben sozusagen, wenn man nur ein bisschen dran gekratzt hat, gezeigt, das kann man auch alles ganz anders sehen. Nur wer es dann den Finger gehoben hat. Also der Druck war schon hoch. Aber mit Corona und jetzt mit der Ukraine-Geschichte ist der Druck nochmal so exorbitant erhöht worden, dass es da eigentlich überhaupt keine abweichende Meinung mehr geben darf. Außer man kassiert eben das entsprechende Framing. Ne? Wenn jetzt uns Leute zuhören, dann ist das für die meisten Menschen, die so in ihrem normalen Leben leben, eher, glaube ich, abschreckend, unser Leben. Ne? Also deins, ich würde das jetzt auch, was du gerade gesagt hast, ähnlich beschreiben. Es ist ja jetzt nicht irgendwie so, also für die meisten ist das Glückseligste natürlich irgendwo sein Kind aufwachsen zu sehen, in diesem System, in dieser Gesellschaft glücklich zu sein. Und diesen Weg, den du jetzt beschreibst, der hört sich sehr, sehr einsam an. Der hört sich sehr an, so nach harter Selbstreflexion, ja, schon fast ein bisschen auch nach Geißelung, die dann irgendwo auch Ausdruck findet. Viele enden ja auch im Alkohol oder in Drogenexzessen. Wie hältst du das aus? Also wie hältst du das aus und warum ist es trotzdem wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die diesen Weg gehen, also diesen Weg Auseinandersetzung? Also ich würde es jetzt auch nicht zu exklusiv machen wollen, im Sinne von tatsächlich so einer Freakshow, ne? Also dass man wirklich sagt, man ist aus allem so früh rausgefallen und hat dann, ist der einsame Wolf im Wald gewesen, hat seinen Weg gesucht und so. Das wäre mir jetzt auch zu hoch. Ich würde das eher mit einer Timeline verbinden wollen. C.G. Jung hat da ganz viel drüber geschrieben. Es gibt ja so ein paar Psychiater, die für mich und für meine Arbeit wichtig sind, unter anderem C.G. Jung und Viktor Frankl oder Maslow. Das sind so große Namen, die entweder man kennt sie oder man kennt sie nicht. Aber das sind alles Psychiater, die sehr, wie soll man sagen, eben kein knallhartes, freudianisches, mechanistisches Weltbild gehabt haben, sondern sehr spirituell waren und die davon ausgegangen sind, dass die Geschichte mit dem Tod jetzt nicht unbedingt zu Ende ist. Und gerade bei Frankl, der hat die Sinnfrage unheimlich ins Mittel des Lebens gestellt. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, mit der Familie, die normalerweise, die auf uns gucken, als würde sie auf Freaks gucken und würde sagen, mein Gott, worüber reden die da eigentlich? Ich habe jetzt hier meinen Kredit vom Haus abzuzahlen und ich hab 5 Kinder und ich habe dieses und jenes. Ne? Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich wirklich glaube, das ist die berühmte erste Lebenshälfte, von der C.G. Jung immer gesprochen hat, dass das normal ist und auch in Ordnung und auch wichtig ist für eine bestimmte Lebensphase, die Gegebenheiten der Gesellschaft zu akzeptieren, auch politisch das Ding gar nicht so hoch zu hängen und wirklich zu gucken, wie finde ich einen attraktiven Partner, wie kann ich meine Kinder beschützen, wie kann ich mein Haus möglichst oder eine tolle Wohnung haben, wie kann ich flexibel sein mit einem Auto und so weiter. Das heißt, es gibt so viel Alarm. Ich lebe ja auch nicht auf dem Mond, sondern ich habe Freunde, die Kinder haben. Und ich sehe, dass die so eng eingespannt sind, in so eng getaktet sind auch, in Lebensaufgaben, die sich tagtäglich frisch neu stellen, dass man gar nicht zu diesen Waldgänger-Gedanken kommt und zu diesen Einsamkeits- und... Waldgänger, habe ich auch noch nicht gehört. Ja, Waldgänger aber, ist ein... Ja. Ja. Auf jeden Fall sind das, das sind im Grunde genommen... Das klingt schon sehr neurotisch, dass man sich diese Fragen überhaupt stellt. Und C.G. Jung hat gesagt, das ist in der ersten Lebenshälfte auch neurotisch. Aber dann, spätestens wenn man 40 ist und man hat seine Schäflein im Trocknen und man hat sein Haus halb abbezahlt und die Kinder gehen langsam, sind mit dem Abi fertig und gehen langsam aus dem Haus und so. Das heißt, also dieser tägliche Alarm, der lässt langsam nach. Und dann werden die Weichen nochmal vollkommen neu gestellt zu einer zweiten Lebensaufgabe, nämlich zu der Sinnfrage, die sich nochmal neu stellt. Also du hast sozusagen in der ersten Lebensphase deinen darwinistisch-biologischen Teil abgeleistet. Du bist Versorgungsdrohne und hast gemacht und getan und so weiter.
Und wenn der soweit abgeleistet ist, stellt man sich idealerweise hoffentlich über die Krise, die dann kommt, die sogenannte berühmte Midlife-Krise, eigentlich die gleichen Fragen wie uns Freaks, die wir uns schon früher gestellt haben, weil wir keine Kinder hatten. Und weil wir auch aus anderen familiären Traumata heraus vielleicht viel früher auf Existenzfragen zurückgeworfen waren, auf Sinnfragen zurückgeworfen waren und so. Das heißt, es ging bei uns viel früher los, was aber auch, das will ich jetzt gar nicht werten, aber das ist eben so gewesen, dass wir unsere Heldenreise oder unsere Sinnfrage vielleicht schon mit 20 gestellt haben und nicht mit 40. Hat Vor- und Nachteile. Aber idealerweise sollte ein reifer Mensch sich die Frage spätestens mit 40 stellen. Auch die mit Familie. Und Das würde auch, wenn ich dich kurz unterbrechen ja. darf, nämlich in Indien ist es ja so, dass die meisten spirituellen Wandermönche zum Beispiel oder die dann als Bettelmönche durch die Welt ziehen, Familien haben und sie dann so mit 40 verlassen, wenn die Kinder groß sind und dann praktisch in das ja, Retreat der Einsamkeit oder des Bettelmönchs Genau. gehen. Ne? Das Also ist quasi das. der Klassiker. Also, dass du wirklich sagst, okay, du hast sozusagen diesen ersten Teil, den hast du geleistet. Und jetzt kommt der zweite Teil. Und der ist eben bei C.G. Jung und bei Maslow. Maslow hat eben die Bedürfnispyramide formuliert. Das heißt, unten gibt es erstmal nur Kampf und Existenzkampf. Und also total darwinistisch im Grunde genommen. Und umso Ähnlich auch höher wie du. Ken Wilber, ne? Genau, Genau. absolut. Ken Wilber ist eine ganz wichtige Figur. Und dann geht das natürlich immer höher. Und du musst, das ist eben nicht freiwillig, sondern Maslow sagt, wenn du zu 70% eine Stufe erfüllt hast, musst du dich der nächsthöheren stellen. Tust du es nicht, also wenn du sozusagen deiner Individuation am Ende ausweist, nehmen wir an, du hast wirklich alles erledigt und hast alles geschafft mit 40 und du machst es aber nicht. Du sagst jetzt aber jetzt noch sich um den Sinn des Lebens kümmern, da, ganz ehrlich, da, jetzt möchte ich doch lieber noch mal, weiß ich nicht, einen Porsche mit Breitreifen oder dieses oder jenes mehr anschaffen. Dann musst du immer mehr kompensieren. Das heißt also, du kannst dieser Lebensfrage zwar ausweichen, aber du hast eigentlich, wenn man sich sozusagen auch anguckt, wie man in der Sucht landet, bist du mit einem Bein in Suchtstrukturen, wenn du es nicht machst. Also. Würde natürlich, ich stelle mir gerade vor, wie ja, die Menschen auf uns gucken, die so etwas sagen, die im Reichtum natürlich groß geworden sind, die ja, Milliarden besitzen, um damit Politik zu machen und ja, einfach auf uns gucken, die sich so eine Sinnfrage sozusagen aus der, ja, aus der Mittelschicht stellen. Diese Menschen haben ja ein ganz anderes Bild. Die sind ja praktisch sozusagen permanent in dieser, ja, eigentlich in dieser Kontrolle ihrer Macht. Wie würdest du das bei den Leuten eigentlich sehen? Ich glaube nicht, dass die anders ticken, in dem Sinne, dass sie. Also, Macht ist erstmal natürlich wahnsinnig toxisch, das ist klar. Also, dass es die Seele korrumpiert und was ganz Fieses dabei rauskommt, wenn man zu viel Macht hat. Das ist meistens so und da können die meisten auch nicht mit umgehen. Ich Ja, Elon glaube Musk ist aber. ja in unserem Alter in etwa, ne? Ich glaube, das ist vielleicht 2, 3 Jahre jünger oder so. Wer? Elon Musk, Ja, 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 der zum ja. Mars fliegen möchte, der Genau, Herr, der zum genau, Mars fliegen möchte. genau. Ist das die Spiritualität, die oder die zweite Lebenshälfte, die du auch siehst, so eine Ziele zu haben? Also ich glaube, dass die überhaupt nicht anders ticken in dem Sinne, dass sie keine Vision haben. Ich halte die Vision für krank und toxisch, aber wenn du kannst ja nur zu so einer Vision kommen, wenn du lupenreines materialistisches Weltbild hast, kannst du ja trotzdem eine Vision haben. Und wenn du unglaublich mächtig bist und wahnsinnig viel Schotter hast, hast ja eine ungeheure, Geld ist ja Gestaltungsmacht, du kannst wirklich gestalten. Und alles, was man jetzt sieht an den neuen Agenden, die eben sich in Richtung Transhumanismus entwickeln, dahinter steckt eine lupenreine, da steckt ein Sendungsbewusstsein, da steckt eine Ideologie dahinter, da steckt letztendlich eine Form von Religion dahinter. Das sind Überzeugungs-, das sind ja nicht nur, es ist nicht nur so, ich habe jetzt gerade frisch das Buch gelesen von Matthias Desmet, über die totalitäre Gesellschaft. Und der legt da auch noch mal groß Wert drauf, dass er wirklich sagt, das sind Leute, die sind nicht per se böse im Sinne von,
Die haben sich jetzt was ganz Übles überlegt und die haben nur Machtzuwachs im Kopf. Denen geht es nur darum, noch mehr Milliarden und noch mehr, sondern die hängen wirklich eine Agenda an, die sie für gut für die Welt halten. Lass uns mal ganz kurz auf Bill Gates gucken. Ich habe dieses Bild, weil wir drehen ja gerade oder schneiden gerade den Film, wie er da so mit diesen Milliarden von Menschen auf so einem Leuchttisch rumschiebt und erklärt, wie diese 8 Milliarden Menschen ein Problem sind und wie er dann ein paar Jahre später sagt, wir werden schlussendlich 7 Milliarden Menschen, Pünktchen, Pünktchen. Da sehe ich so einen Menschen, der ja, wie soll ich sagen, der ja gespürt hat, dass wenn er einen Fingerzeig macht, dass dann sich die Welt tatsächlich verändert. Genau. Das hat ja schon etwas wirklich Göttliches. Warum stehen wir so dieser Sache so gegenüber, also so kritisch gegenüber? Oder warum fühlen wir, dass das unschön oder ungut oder gefährlich ist? Was ist da bei dir der Impuls, wenn du diese Dinge siehst? Naja, es ist natürlich ein Albtraum und darüber habe ich ja die letzten Bücher, gibt es immer ein Kapitel, das sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und das ist natürlich ein Albtraum, der aber nach außen hin ja nicht erkannt werden kann. Es ist ja die Frage, wenn die Gesellschaft die Narrative glaubt als gute Narrative, also wenn gleichzeitig die Medienmacht besteht und die Gesellschaft glaubt es und ein attraktives Lösungsangebot, das mit einem unglaublichen Angstnarrativ verbunden ist. So war es ja in der letzten Krise. Das heißt, es gibt eine wahnsinnige Bedrohung und es gibt aber hier die Lösung und das ist die einzig einige Wissenschaft, die spricht aus einem Munde und dagegen kann man überhaupt nichts mehr sagen, weil man sich ansonsten mit der Realität anlegen würde. Und wenn du das natürlich schaffst, als Oligarch oder als oligarchisches System. Ich nenne das immer gerne Tycoons. Oder Tycoons. Weil es noch etwas Brutaleres ja. hat. Stimmt. Für mich ist der Oligarch unter dem Tycoon. Ja. Genau. Aber wenn du es schaffst, sozusagen die absolute Wahrheit zu claimen, medial auch, dazu gehört ja wirklich die mediale Abbildung, vorgeschoben natürlich NGOs, Wissenschaftler, die mit einer Stimme sprechen und die absolute Wahrheit verkünden, dort eine maximale Gefahr verkünden und im Gegenzug die optimale Lösung verkünden. Und so sind ja alle Cluster sind wohl begründet und es geht immer um die Verbesserung, Rettung, mehr Gesundheit, mehr Freiheit und so weiter. So sind alle Cluster, ob das von zukünftigen digitalen Impfpass ist, bis zum digitalen Geld und so weiter. Das ist immer eine Gefahr, Drama, Drama, Drama und hier ist die Lösung. Und wenn das medial, und da kann ich nur wieder Matthias Desmet zitieren. Da geht es nicht um Wahrheit oder Lüge, sondern es geht um dauerhafte Wiederholung. Menschen glauben, was andauernd wiederholt wird. Und Menschen reagieren auf Angst, auch stereotyp. Die brauchen dann, da verfällt man in ein früheres Ich zurück. Und da braucht man einfach den großen Meister, der einen rettet. Ist ja ganz verrückt. Und diese Rettung ist ja, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber diese Rettung ist ja eine ganz besondere Rettung. Ist ja die erste Rettung, die ja einfach das Problem sehr schnell lösen kann. Es ist eine Rettung, die nicht laut ist, die keinen Krach macht, die wahrscheinlich auch noch günstig ist, die sogar für die Reichen noch mehr Geld und für viele andere auch noch mehr Geld bedeutet. Und im Endeffekt sogar jeder freiwillig mitmacht und die Gesellschaft sich sozusagen freiwillig ja einfach dazu sogar auffordert, bei diesem Ding mitzumachen. Weil wenn man jetzt einfach mal guckt, es gibt ja dann doch 2/3 in etwa, die bei dieser Geschichte mitgemacht haben. Ich will es jetzt nicht beim Namen nennen. Und diese 2/3, wenn die weg sind, dann ist eigentlich jegliches Problem gelöst. Eine krasse Geschichte. Ich frage mich nur, warum siehst du das so dramatisch und warum sehe ich das so dramatisch, dass das tatsächlich der Wahrheit entsprechen kann, also einer perfiden Wahrheit, aber auch einer ganz einfachen Problemlösung? Naja, das ist jetzt immer die Frage, wir wollen ja nicht zu tief in das Thema eintauchen, sozusagen, inwieweit ist das jetzt sozusagen eine sich verselbstständigende Wirklichkeit, die da greift, auf einer bestimmten materialistischen Technik
Affinität, die sich sozusagen abgekoppelt hat, wie man eben mittlerweile, wie man mit Genen umgehen kann, wie man bestimmte Stoffe herstellen kann, wie man bestimmte Medikamente herstellen kann, nämlich in Verbindung mit KI und so. Mhm. Das sind alles wahnsinnige Techniken, die früher halt alle überhaupt nicht möglich waren und die jetzt eine Tür aufschließen zu einer vollkommen neuen Wirklichkeit. Und inwieweit das sich eine selbstverselbstständige Technik ist oder inwieweit wirklich schwarze Gestalten im Hintergrund sitzen und dieses Ding komplett durchdesignt und durchgeplant haben und auch die Agenda noch weiterführen und auch weiterhin fortführen, das ist immer unheimlich schwer zu sagen, weil das eine ist einfach Zeitgeist, der läuft, das ist sozusagen eine Maschine, die läuft von alleine weiter, weil der Westen eben vollkommen materialistisch geworden ist und sehr säkular geworden ist und sehr technikgläubig geworden ist. Das ist ein Selbstgänger und der wird natürlich gepusht von gewissen Leuten, aber wie das gewichtet ist, ist unheimlich schwer zu sagen, ob das jetzt alles Vorsatz war oder ob das eine Maschine ist, die auch ein Stück weit von alleine weiterlaufen würde, wenn man diese Köpfe austauschen würde, wovon ich auch ausgehe. Es ist ein Zeitgeistphänomen. Mhm. Ich sehe ja hier hinter dir ein Bild, was eigentlich so ein bisschen auch dieses Bild, was ich habe, reflektiert. Und zwar, du siehst da einen buddhistischen meditierenden Menschen, nicht buddhistisch, sondern einen meditierenden Menschen, der rechts und links einen Biss in den Arm bekommt. Und ich habe immer so ein Bild, weil wir ja immer alles idealisieren und das ist so, wenn man einem Buddha, der wie da meditierend sitzt, in den Arm, in den Oberschenkel ein Messer rammt, was wird er in dem Moment machen? Also aus meiner Sicht würde er die Faust nehmen und aus Reflex demjenigen eine reinhauen. Er würde aber nicht, wie wahrscheinlich andere Menschen, die nicht so reif sind, das Messer rausziehen und ihm das ins Herz rammen. Ist das so ein bisschen vielleicht die Interpretation, die du auch mit diesem Bild vereinst? Weil es zeigt ja ganz einfach, dass in jedem Menschen steckt auch das Menschliche. Nämlich auch in dem Menschen, der das Bewusstsein hat und die Empathie und auch die Kontrolle über seinen Körper, dass er natürlich auch ein Reflexmensch ist. Also in dem Moment einfach dieser Körper beschädigt wird, der Schmerz da ist und er natürlich dann aus Reflex zuschlägt. Aber auf der anderen Seite nicht das Messer nimmt und es ihm ins Herz rammt, weil Rache oder ähnliche Dinge ihm fern sind. Ist das so ein bisschen okay, diese Interpretation? Okay, also ich hätte jetzt gedacht, deine Variante wäre die, dass ein wirklicher Buddha nichts macht. Also der sitzt da und hat das Messer im Bein und dann hat er eben das Messer im Bein und der meditiert weiter. Auf gar keinen Fall. Der merkt das gar nicht. Auf gar keinen Fall. Würde ich ganz klar sagen. Mhm. Und das habe ich ja, ich habe ja viele spirituelle Menschen und auch hoch angesehene spirituelle Menschen getroffen. Überhaupt nicht. Weil sie sind auch genauso wie alle anderen Menschen, nämlich spiritueller Geist oder göttliche Energie in einem menschlichen Körper. Ja. Und auch da können sie nur bedingt heraus. Ja. Okay, nur mit dem Bewusstsein, wie vielleicht Ken Wilber, dass in uns allen nämlich alles steckt. Auch der Mörder, und da es keinen Unterschied gibt, ob das jetzt ein Sai Baba ist oder ein Dalai Lama oder sonst irgendwas. Die würden den anderen eben nicht erstechen, weil sie wissen, was auf sie zukommt, wenn sie es tun. Oder? Wenn wir das jetzt mal umdrehen, wenn dieses Bewusstsein da ist, dieses spirituelle Bewusstsein, zum Beispiel auch bei dir, wenn wir wissen, in uns ist es ist nur eine Frage der Situation, ob man zum Mörder wird oder nicht. Wir sehen das ja jetzt gerade in anderen Ländern, wo Krieg stattfindet, wo normale Menschen plötzlich zu Mördern werden. Ist das, wenn wir nämlich das sozusagen reflektieren, dass das auch in uns drinsteckt, eine viel bessere Möglichkeit, als wenn wir sagen, wir sind ein guter Mensch, nämlich das ist ja eigentlich falsch, weil im Endeffekt ist es so, dass es nur auf die Situation ankommt, in dem man zum Mörder wird. Würdest du das so auch? Ich finde das wirklich unheimlich hoch zu sagen, auch wenn ich in einen Gewaltraum komme, also du hast gerade von Krieg gesprochen und das sind ganz normale Menschen, die werden plötzlich zu Mördern und so. Und jetzt hier sicher in einem Stuhl zu sitzen und zu sagen, wie kann man nur zum Mörder werden oder so, ich finde das wahnsinnig schwer zu sagen, was es mit
einem persönlich machen würde, wenn man von jetzt auf gleich in einen Gewaltraum reingebeamt werden würde. Mhm. Weil das einfach, was ich vorhin über die Massenbildung gesagt habe, es gibt nicht nur Massenbildung, es gibt Gewalträume, in denen mhm. eine Massenbildung gezündet hat. Und wo du mit deinem kleinen, individuellen Ich ganz schön am Vibrieren bist, mhm. weil du in Situationen reinkommen kannst, die sich so verdichten und die dir so bestimmte existenzielle Fragen stellen, dass man nicht aus dem Lehnstuhl heraus sagen kann, na, so würde ich aber, da würde ich nie reagieren oder ich würde nie einen abstechen oder ich würde nie dieses oder jenes tun. Ne? Genau, das meine ich aber auch. Genau. Genau, also da sind wir uns hundertprozentig einig. Ich glaube auch, dass jede Situation immer die Situation, also eine große Prüfung ist. Ich will vielleicht eine Frau zitieren, die mich vielleicht in den letzten Jahren am meisten beeindruckt hat. Das ist eine Deutschlehrerin, die lebt in der Ukraine, hat zwei junge Kinder, ist verheiratet, lebt im Kriegsgebiet und mit der habe ich ein Interview gemacht. Und mhm. die hat gesagt, ich glaube ganz, ganz fest und für mich ist das Allerwichtigste und das ist das, was ich einfach natürlich im Moment spüre, dass eine große Aufgabe auf mich zukommt und dass ich nur hoffe, dass ich niemals hasse. Ich glaube, ja, mehr Großartiges kann man eigentlich gar nicht sagen, was nämlich eigentlich für uns Menschen absolut. Natürlich, glaube ich, auch so. Absolut. Also ich habe jetzt für mein letztes Buch nochmal Viktor Frankl gelesen. Viktor mhm. Frankl ist ein jüdischer Psychiater, der 4 Jahre im KZ war mhm. und der seine ganze Familie im KZ verloren hat. Mhm. Und der beschreibt den KZ-Alltag und das ist das besonders Brutale, in dem Vollbewusstsein eines voll ausgebildeten Psychiaters. Das heißt, der hat es voll kapiert, wie Menschen sind, und mutiert aber selbst, kriegt so ein tierhaftes Wesen und schildert Szenen, dass er empathisch komplett abstumpft. Mhm. Und das ist besonders wertvoll, weil er eben Psychiater ist und weiß, wie Menschen eigentlich funktionieren. Mhm. Und da spricht er eben von diesen besonderen Gewalträumen, wo du vorher nicht sagen kannst, wie du hinterher rauskommst und ob du, er zitiert auch irgendwo, während er das schreibt, zitiert er Dostojewski. Dostojewski hat das auch gesagt. Er hat gesagt, ich hoffe, dass ich mich bestimmten Situationen würdig erweisen kann, aber ich kann das vorher nicht sagen. Es kann sein, dass ich mich erleben muss in einer Art und Weise, wo ich meine eigene Moral, die ich im befriedeten Raum, nicht im Angstraum habe, verrate. Und das ist der Grund, dass viele Menschen, die aus dem Gewaltraum zurückkommen und wieder im befriedeten Raum sind, auf einmal nicht mehr klarkommen oder sich umbringen, weil sie bestimmte Taten begangen haben, die mit ihren inneren Moralen sich nicht mehr decken. Mhm. Weil sie es quasi nicht ertragen, was sie getan haben. Das ist sehr, sehr gut, dass du das ansprichst, weil wir haben ja, und das, jetzt kommen wir vielleicht zu dem Sinn des Lebens, und eine große Frage, aber die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wozu hat man diesen Körper? Was ist die Aufgabe? Und aus meiner Philosophie heraus ist es so, dass wir alle göttliche Energie sind. Wir sind alle ein Teil dieser göttlichen Energie. Und man könnte sagen, wir sind abgetrennte göttliche Energie in einem menschlichen Körper, um bestimmte Erfahrungen machen zu können. Und diese Erfahrungen können aus meiner Sicht nur die Erfahrung der Dualität sein. Das heißt also, das Göttliche ist Perfektion durch und durch. Es gibt also sozusagen nur diese Perfektion, die Perfektion und wir Menschen haben die Möglichkeit, nämlich in der nicht perfekten Welt zu leben. Also in der Welt, die sozusagen die Dualität erst möglich macht. Also das heißt, das Göttliche, dieser göttliche Drang, Dualität sozusagen erfahren zu können, ist das Werkzeug des menschlichen Körpers. Das heißt also, was sage ich, ohne als göttliche Energie ist Liebe nur ein Wort. Es fehlt sozusagen die Dimension des Liebeskummer. Erst dadurch können wir dann sozusagen Liebe werten. Und das gilt natürlich auch für das Göttliche. Und aus diesem Grund ist natürlich dieser Körper sozusagen das Werkzeug, mit dem wir sozusagen diese Erfahrung machen können. Die Frage ist nur, und die stelle ich mir schon sehr, sehr lange, müssen wir 3000 Jahre lang uns mit der Keule oder jetzt mit der Atombombe um die Ecke bringen? Ich glaube, das haben wir, glaube ich, schon erfahren. Und ich glaube, irgendwann ist auch mal gut, jede Grausamkeit immer wieder zu erfahren. Ist das so etwas, wo du mitgehen könntest? Also ich finde, das hast du ganz, ganz toll beschrieben.
dein Eingangssatz ziemlich weit weg von Gott abgetrennt oder so, der ist vielleicht, den musst du vielleicht noch dreimal unterstreichen. Weil ich glaube, das ist ja sozusagen, das ist dann der letzte Drittel meines aktuellen Buches. Da geht es um die Heldenreise im Sinne der Individuation, wo es darum geht, das höhere Selbst zu entdecken und überhaupt was C.G. Jung als göttlichen Anteil im Menschen beschrieben hat. Und wenn du ganz normal hier am Struggeln bist und mit deinem tagbewussten Bewusstsein unterwegs bist, da ist da nicht so viel zu sehen von diesen göttlichen Anteilen normalerweise. Und das macht es ja auch den Materialisten und Behavioristen und Noah Hararis der Welt so leicht zu sagen, da ist nichts, da ist keine innere Tiefe. Das sind alles, auch das, was du eben, dein Wirklichkeitsmodell, das du eben geschildert hast, das sind nur Nullen und Einsen in deinem Kopf, die befrieden deine Angst vor dem Tod. Möge man dir lassen, es ist in Ordnung, dass du noch auf diesem Level bist, dass du quasi noch an den Osterhasen, den Weihnachtsmann glaubst. Das ist ein Warnsystem, das ist von deinem Gehirn kreiert, weil du bist als Mensch, hast deine Großhirnrinde so groß geworden, dass sie die Zeit linear denken kann, das können Tiere nicht. Und dummerweise kannst du deinen Tod mitdenken und also musste das Gehirn irgendwas entwickeln, um dich zu beruhigen. Und das hast du eben gerade gemacht, du hast dich gerade eben beruhigt, aber reifere Menschen brauchen das nicht. Also reifere Menschen brauchen dieses Warnsystem nicht, würde Harari jetzt sagen. Ich würde ganz einfach zu ihm gehen und ihn eine einzige Frage stellen. Und die wäre? Ich würde mich mit ihm auf eine Wiese setzen wollen oder ans Meer und würde ihn fragen, ob er auch nur einen Hauch einer Ahnung hat oder das Wissen, was er hat, ob das nicht nur so viel ist wie ein kleiner Tropfen im Ozean oder unter der Gewalt der Natur, unter diesen ganzen verschiedenen sich ineinander ergänzenden Dinge, der Himmel, die Erde, und weißt, die Pflanzen. Weißt du, was Harari sagen würde? Was er die sind nur Zahlen. Nein, er würde dir recht geben und würde sagen, stimmt, mein Lieber, dein Gehirn und das, was du hier erfasst und wahrnimmst und so, ist so begrenzt und das ist so klein, weil die Algorithmen, die wir hier in unserem Gehirn abfeiern, die sind so klein und erfassen so wenig, dass wir zum Glück bald Quantencomputer haben und die KI haben. Und die KI, wenn wir da genug Daten reingeben und alle Biosensoren, die Körper mit Biosensoren ausstatten, dann ist die KI dir so überlegen, das ist quasi das, was du, wo du dir da irgendwo im Kopf da einen Gott imaginierst, das wird es tatsächlich irgendwann geben, das nennt sich KI. Und diese künstliche Intelligenz, wenn die für dich Entscheidungen trifft, sind die immer besser, als die du mit deinem kleinen Spatzenhirn machen kannst. Und das ist die Antwort, die Harari dir geben würde. Er würde dir recht geben. Jetzt machen wir mal ein kurzes Experiment. Stellen wir uns einfach vor, wir sind zwei Neandertaler und es gibt noch nichts auf dieser Welt. Was wäre, wenn jetzt einer von uns den Impuls hat, ein Feuer zu machen, zwei Steine zusammenzuklopfen und in dem Moment darauf zu gucken, wie plötzlich ein Feuer angeht. Und das würde doch eigentlich alles beschreiben, was um Harari eigentlich die These von ihm zu widerlegen. Denn alles ist ja erstmal aus dem globalen Bewusstsein ein Impuls, also sozusagen ein intuitiver Impuls. Alles auf dieser Welt, egal auf diesem Stuhl oder die Bilder oder ähnliches, deswegen sind ja Künstler auch zu so unglaublichen Dingen fähig, sind erstmal Impulse. Und zwar nämlich göttliche Energie, die sozusagen uns dazu bewegt, zwei Steine zusammenzunehmen und das ist doch nur eine Interpretation. Also Harari würde sagen, ja, natürlich gibt es das alles in diesem, aber das ist ziellos und sinnlos. Und naja, das hat keine Richtung. Und es ist sozusagen, es kollidieren ständig irgendwelche Faktoren. Okay, mach ruhig weiter. Ich finde das gut. Ich finde das gut, dass du jetzt gerade die Position von Harari einnimmst, weil jetzt habe ich ja nicht, dass ich daran glaube. Das können wir zumindest mal so tun, als wenn wir einen Diskurs haben. Okay, gehen wir einfach mal davon aus. Deswegen muss das auch nicht Gott sein, der dahinter steht. Gehen wir einfach mal davon aus. Wir haben diesen Impuls gehabt, diese zwei Steine zusammenzuschlagen. Daraus ist die Kultur geworden
Und daraus ist auch der Transhumanismus entstanden. Es sind immer menschliche Impulse gewesen, die sozusagen aus dem göttlichen oder aus dem globalen Bewusstsein durch uns durch, also durch die Transformatoren durchgegangen sind, um diese Dinge in die Welt zu setzen. Wie kann ein Transhumanismus schlauer sein als derjenige, der sozusagen auf das globale Bewusstsein Zugriff hat? Völlig unlogisch, der Transhumanismus ist eine entartete Teilenergie, wie alles andere in dieser Welt auch, wie vielleicht einfach die Erfindung der Atombombe oder die Erfindung einer Schusswaffe oder das Messer, um jemanden zu ermorden. Es ist sozusagen ein rationales Ungleichgewicht aus dem menschlichen Gleichgewicht eigentlich, was sozusagen sich erhebt über das Ganze. Es ist der Versuch des Rationalen, des nämlich Ich, des Egos, sich über alles andere zu erheben. Der Transhumanismus ist ein kleiner Furz gegen das, was wir in der Welt sehen würden, was sich nämlich evolutionär über die Millionen entwickelt hat. Also wir sind uns ja leider völlig einig, leider. In dem Warum Sinne, leider? Dass wir, ja, leider, weil wir dann eigentlich nicht streiten brauchen. Wir könnten uns jetzt gegenseitig die Schönheit des Universums bewundern und auf der anderen Seite den Transhumanismus abklatschen. Aber ich würde trotzdem nochmal sagen, weil du eben kleiner Furz gesagt hast, der Transhumanismus ist deshalb kein kleiner Furz und deshalb so dramatisch. Und deswegen würde ich dem eine schon auch historisch eine absolute Sonderrolle zugeben. Weil er in seinen Antworten, weil das, was ich am Anfang gesagt habe, dass der Mensch sozusagen bestimmte Zyklen durchmacht, an denen er an Krisen kommt, wo er letzten Endes das, was eben Maslow sagt oder was Ken Wilber sagt, immer mehr zur spirituellen Bewusstsein getrieben wird. Also so wie der Mensch normal lebt, gerät er an Krisen, die ihn am Ende des Tages vergöttlichen, in dem Sinne, dass er diese göttliche Energie wahrnimmt. Oder diese spirituelle Energie wahrnimmt. Aber das ist doch fantastisch. Im Grunde genommen ist der Transhumanismus ist im Grunde genommen die ultimative Aufgabe, Spiritualität für die Gesellschaft zu erfahren. Und da bin ich hundertprozentig sicher. Deswegen glaube ich einfach auch, diese Krise muss einfach positiv gesehen werden, zumindest von den Menschen, die es nämlich erfasst haben. Diese Krise wird uns so sehr, also die beschreibe ich immer wie ein Transrapid oder ein schneller Zug, der direkt auf eine undurchdringliche Betonwand fährt. Du siehst es jetzt ja schon unter der Prämisse des Bewussten. Also du hast es ja, du kapierst das und für dich ist der Transhumanismus so überzeichnet, entartet, dass du sofort siehst, das Ding kann nur, das müssen die Menschen kapieren, daran wird jetzt die Gesellschaft wach. Ne? Ich glaube, deswegen nochmal kurz diesen Nachsatz, warum ich Transhumanismus für so gefährlich halte. Die Antworten bypassen alle die Trigger, die Menschen normalerweise erleben in Krisen, die sie spiritueller machen. Also große Sinnfragen, Lebenskrisen, Flauten, wo man mal gerade ins Nichts fällt und sich langweilt. Langeweile ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man mal vielleicht sagt, ich muss mal was anderes machen. Krankheit, Schmerz. Also das heißt, alles, was es im Leben gibt, was dich normalerweise pusht, die Frage zu stellen, was soll das Theater hier, können transhumanistisch überschrieben werden. Darauf gibt es Antworten. Transhumanismus grätscht dir deine existenziellen Gefühle weg. Entweder über Impfung, über Drogen, über Computerspiele, über Ablenkung. Also wenn du Harari liest, wie die transhumanistische Gesellschaft später aufgebaut wird, kommst du gar nicht mehr in Kontakt mit deinem höheren Selbst. Du bist so eingelullt, dass du im Grunde wie bei Raumschiff Enterprise als Borg keine Gefühle mehr hast. Du kommst nicht mehr ins Fühlen. Mhm. Und da bringe ich auch in meinem Buch Beispiele, die Harari selber bringt, von einer Scharfschützin in der israelischen Armee, die einen transkranialen Helm trägt, wo das Gehirn bestimmte elektromagnetische Felder bekommt, wo du keine Selbstwertzweifel mehr hast. Mhm. Die sind dann weg. Du kannst eine Hirnfrequenz anschalten und du triffst jedes Ziel, weil du keine Selbstzweifel mehr hast. Die Technik ist bereits da. Mhm. Und wenn diese ganzen transhumanistischen Dinge, die jetzt in der Pipeline sind, an Technik, Interface fürs Gehirn, Impfung etc., Optimierungs-
Intelligent Optimierungstechnik. Dann ist Transhumanismus wirklich geeignet, die Menschen von ihrem höheren Selbst komplett wegzuhalten. Dann macht keiner mehr. Dann fällt dieser Planet zum Liften der Seelen erstmal aus. Und es gibt auch wirklich Naturphilosophen, Jochen Kirchhoff hat das beschrieben, der sagt, wenn die Nummer durchkommt, dann ist hier nichts mehr mit Seelenliften und Meditieren und Sinnfrage und so. Die Leute stellen sich das gar gut, nicht mehr. Gut, dass du es sagst. Und heute gucken ja wahrscheinlich, oder bei diesem Interview gucken ja doch auch einige Leute zu und viele sind wahrscheinlich jetzt auch noch dabei oder hoffe ich, sind noch dabei. Zeichnen wir einfach mal das Bild des Hararis. Das Bild auch von Mark Zuckerberg und auch das Bild von Elon Musk oder auch von Bill Gates. Ich habe diese Menschen ja kennengelernt und für die sind wir natürlich Untermenschen. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Natürlich fühlen sie sich als die Auserwählten, die Göttlichen, die zum Mars fliegen, die Welt beeinflusst haben, die nur eine Stellschraube verstellen sollen und die Welt verändert sich. Das sieht man ja auch an Bill Gates. Natürlich ist das, was er tut, viel relevanter als das, was wir tun. Aber das, und ich glaube, und deswegen möchte ich dieses Bild einfach mal zeichnen, was da praktisch bei rauskommt, das ist ja überrational. Das ist sozusagen das Ego mit dem Wunsch der absoluten Glückseligkeit. Und das, was du beschreibst, glaube ich auch, dass wir nämlich, dass es ganz, ganz viele Menschen geben wird, die die es entweder nicht mehr gibt oder wenn es die noch gibt, die sozusagen ein Zahnrad, und zwar ein wirkliches Zahnrad. Bisher sind wir ja noch Zahnräder mit Leidenschaften, mit Bedürfnissen, mit Krisen, mit Hochs und Tiefs, die wirkliche Zahnräder in einem System sein werden. Also praktisch Soldaten, wie du es auch beschrieben hast, und es wird nur noch Soldaten geben, die diesen Mechanismus sozusagen im Gang halten, damit die anderen sozusagen in ihrer Welt der Dualität leben können. So, jetzt kommt aber das und meine These, warum das Ganze passiert. Diese unglaubliche Gefahr, die daraus resultiert, ist sozusagen die Gefahr, die ultimative Gefahr, in eine Welt zu geraten, die sozusagen, und ich will da auch mal dieses Bild einfach zeichnen, wir arbeiten in einer keimfreien Welt, ohne irgendwie zu hinterfragen, gehen nach Hause, sitzen in unserer stinkigen Unterhose und gucken in einen Screen, gucken dort Sexfilme, gucken dort Videospiele, fahren dort in Urlaub, sehen dort Dinge, die uns sozusagen in dieses Glücklichkeitslevel bringen. Und dann kommt aber eine große Erkenntnis, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, irgendwann gibt es diesen Overkill, und den wird es auch vorher, glaube ich, schon geben. Und ich glaube, viele spirituelle Menschen reden von dem Zeitalter des Friedens und dem Zeitalter der ersten spirituellen Erkenntnis. Also praktisch eigentlich, könnte man sagen, ein globales Erleuchtungsszenario. Und ich glaube da ganz, ganz fest dran, weil ich genau das nämlich spüre. Ich glaube, diese Falle werden sehr, sehr viele Menschen mehr merken. Und das sehen wir ja jetzt auch gerade, dass wir im Moment sozusagen unheimlich viele Menschen haben, die kann man in diese Falle nicht mehr schieben, weil sie nämlich genau das wollen. Sie wollen das Empathische, das Intuitive, das Kreative, das Freie. Und diese Erkenntnis wird sie auf der einen Seite erstmal zu einem anderen Gleichgewicht bringen. Also es gibt die einen, die in diese Falle reinrennen und es wird auch die Mehrheit sein und es wird die wenigen geben, die sozusagen in diese Falle nicht reinlaufen. So, und jetzt kommt das Szenario, das ich einfach mal versuche vorherzusagen. Diejenigen, die das inszenieren, sind Raubtiere. Also eigentlich das, was wir da gerade drüben sehen in deinem Bild, sind die bösartigsten Raubtiere, die es auf dieser Welt gibt, die auch keine Angst haben, über Leichenberge zu gehen. Aber Raubtiere bringen sich immer gegenseitig um. Es wird, also wenn das abgearbeitet ist, wird sozusagen diese Macht und dieser Hunger nach Macht und dieser Hunger nach Erfolg und rationalen Dingen auf dieser Welt bei denen zum Overkill und zur Vernichtung, ihrer eigenen Vernichtung führen. Wir sind im Grunde genommen das Gleichgewicht.
Wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, dass wir sozusagen das Gleichgewicht sind, dann brauchen wir davor keine Angst zu haben. Kannst du diese Dinge vielleicht auch so ein bisschen mitgehen oder würdest du das ganz anders sehen? Ich bin nie mitgegangen, weil ich also auf einer bestimmten Ebene, ich kenne natürlich die ganzen Szene, die permanent davon redet, dass wir kurz vor dem ganz großen Erweckungsschub stehen und das ist eine ganz andere, wir alle auf ein ganz anderes Bewusstseinslevel kommen und dass das jetzt die Leute, die das jetzt schon kapiert haben, Träger einer Energie sind und quasi wie im Dschungel die Bresche freischlagen und danach kann der breite Zuchter irgendwie durchfahren und wir kommen alle aus diesem Ding raus. Kann sein, dass man wenn man sehr viel mit klugen und wachen Menschen zu tun hat, dass man in einen Realitätstunnel reingerät, der einem was zurückspiegelt, dass man wirklich das Gefühl hat, weil du bist ja auch permanent unterwegs und triffst fitte Leute, dass einem irgendwas zurückgespiegelt wird, dass das so ist. Also dass wir tatsächlich vor so einem Quotient stehen, dass die Gesellschaft global irgendwie aufwacht und alles zum Guten kippt. Ne? Ich halte das nicht für ausgemacht. Ich kann mir genauso vorstellen, dass ein dunkles Zeitalter droht, dass es erstmal darum geht, in so eine Diaspora zu gehen, ich kenne ja auch viele Aufklärer. Ich habe ja auch mit dem einen oder anderen gesprochen. Und hinter vorgehaltener Hand, nach der Erfahrung, die jetzt alle hinter uns, in den letzten 3 Jahren hinter uns liegt, sagen viele hinter vorgehaltener Hand, das Ding war richtig böse. Und das Ding kann auch nochmal neu gestartet werden. Und das ist nicht ausgemacht. Also die Gesellschaft und die freien Organe, das sagt ja auch Gunnar Kaiser oder hat Gunnar Kaiser in vielen Videos seine tiefe Enttäuschung auch zum Ausdruck gebracht, dass die ganzen freien Organe, die man normalerweise zum Schutz der Demokratie hatte oder auf die man vertraut hat, irgendwie doch noch sowas wie eine freie Presse oder wirklich freie Wissenschaftler, die die Finger heben und Künstler, dass diese 3 Organe eigentlich alle versagt haben. Und da gebe ich dir hundertprozentig recht. Also da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Das Ding war so finster, dass wenn man sagt, wenn man das nochmal ein bisschen brutaler macht und die Gesetze, die jetzt im Hintergrund alle eingestellt werden, zum zukünftigen Pandemie- und Klimaschutz und auch Abwehr gegen, ob das Energiefragen sind, aber auch jetzt, was Kriegsgefahren angeht. Das heißt, im Hintergrund laufen Agenden von neuen Stellwerken, die gerade alle eingestellt werden, die lassen nichts Gutes erahnen. Also da wird irgendwas neu eingestielt und natürlich ist jetzt erstmal so eine Art Pause. Man kann jetzt erstmal so ein bisschen durchatmen. Aber ich halte das nicht für ausgemacht, dass das irgendwie alles in einer mehr oder weniger freien Gesellschaft mündet. Also da sind wir uns 100% einig. Also ich glaube ganz einfach, das war lange, lange noch nicht der Prozess der Veränderung. Es ist eigentlich der Anfang dieser Zeit, die auf uns zukommen wird. Aber ich sehe das Ganze, also wenn ich jetzt mal so mein Leben reflektiere, dann gab es immer eine Sache, die mich immer bestätigt hat. Alles, was kommt, kommt, wie es kommt. Das ist mal so das eine. Und alles, was kommt, hat nur eine Relevanz im Rationalen. Und als du jetzt gerade das gesagt hast, habe ich das Gefühl gehabt, das ist so dieses Rationale, was aus dir spricht. Das Intuitive, dieses Urvertrauen. Und da kommen wir vielleicht auch in eine Ebene, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, die uns einfach auch helfen kann, diese Kraft einfach auch zu verstehen, dass dieses Urvertrauen macht keinen Unterschied zwischen einem spirituellen, göttlichen Geist, der immer da ist, der immer präsent ist. Wir sind immer göttliche Energie und eine göttliche Energie in einem menschlichen Körper. Der menschliche Körper ist nur etwas Vergängliches, was wir sozusagen nutzen, wie um einfach diese Dinge und diese Erfahrungen zu machen. Er wird vergehen und das ist so sicher, wie dass wir aus meiner Sicht göttliche Energie sind. Das heißt also, dieser menschliche Körper, der vergänglich ist, hat sozusagen das Rationale über das Göttliche gestellt. Und das sind diese ganzen Dinge, die wir jetzt gerade erfahren. Das heißt also, der rationale Körper, das Ich, das Ego, hat diesen Transhumanismus sozusagen so erhoben, weil er mit dem Verstand, mit der Angst, mit den ganzen Angstszenarien, die daraus auch entstehen können,
sozusagen sich erhoben hat. Aber nur klar, dieses Bild ist möglich, weil wir dieses Urvertrauen, weil wir nämlich, dass es völlig egal ist, was der menschliche Körper, das hört sich jetzt vielleicht sehr komisch an, aber der menschliche Körper ist einfach immer noch ein Werkzeug. Der menschliche Körper ist ein Werkzeug, Erfahrungen zu sammeln, und es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir als Sieger oder Verlierer dieses transhumanistischen Wahnsinns herausgehen. Und darauf wollte ich hinaus. Und er wird am Ende wird die intuitive Energie, das Positive, dieser Prozess des Evolutionären, also und da kommen wir jetzt nämlich, glaube ich, noch zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Das Urvertrauen ist ja etwas, was sozusagen uns aus diesem rationalen, konditionierten Kind, was ja irgendwo dann diese ganzen Fähigkeiten der autodidaktischen Fähigkeiten entledigt, eigentlich durch das Leben trägt. Dieses Urvertrauen, dass man keine Angst hat, dass alles gut ist, wie es ist. Dass man keine Angst hat, wie soll man sagen, zu versagen oder Angst vor Schmerz und Angst vor Tod und diesen ganzen Dingen. Das wirkliche Urvertrauen ist ja eigentlich das, dass wir spüren, dass alles gut ist, wie es ist. Ich glaube, das ist diese Energie, die wir den Menschen natürlich auch weitergeben können. Und ich glaube, die man so als Künstler ja auch immer wieder so erfährt. Oder hast du das nicht so in diesem Sinne? Bist du eher ein angstgesteuerter Mensch? Naja, das ist ja gerade der Weg, dass sich sozusagen dieses Urvertrauen mühsam wieder zurückzuerobern, wenn man das nicht hat. Also das ist ja die große sozusagen Startfrage, wie du ins Leben gestartet bist, ob du dieses Urvertrauen mitbekommen hast, ob dir das geschenkt wurde, ob du Eltern hattest, die dir dieses Urvertrauen spiegeln konnten, ob du Eltern hattest, die deine Gefühle überhaupt spiegeln konnten, oder ob du Eltern hattest, die deine Gefühle gar nicht ausgehalten haben, wie meine beispielsweise, weil das kriegstraumatisierte Kinder waren, die einfach authentisch gespiegelte Gefühle rationalisiert haben. So, das ist das Thema ja auch von Professor Hüther, der sagt, dass wir einfach uns abwehren, Gefühle abwehren, indem wir alles rationalisieren. Und das ist ja so der rote Faden meiner Bücher, ne? Also Kriegsenkel-Thematik und Eltern gehabt, die Kinder waren im Krieg und die eben eine sehr versachlichte Erziehung hatten, also beziehungsweise die Kinder sehr versachlicht erzogen haben. Und aus dem Nicht-Urvertrauen meiner Generation, viele Babyboomer haben das gehabt, sich neu rauszuarbeiten und dieses Vertrauen eben nicht als gegeben schon immer spüren können, sondern sich sozusagen in diesen Prozessen, die ich alle empfehle, also autobiografisches Schreiben, Malerei, Kreativität und so weiter, überhaupt zu diesem nachgeholten Urvertrauen zu kommen und diesem nachgeholten Erwachsenwerden-Prozess. Das ist ja der rote Faden meiner Arbeit. Und das ist sehr mühsam. Und das kann man mit oder ohne spirituelles Modell machen. Meine These ist aber, dass wenn man das Urvertrauen entdeckt und sich entdeckt im kreativen, authentischen Prozess und das höhere Selbst entdeckt, dass man sich früher oder später fast schon automatisch zu einem spirituellen Menschen entwickelt. Aber das ist ein langer Weg und das muss auch nicht sein. Das macht auch nicht jeder. Wir haben hier ein Modell vor uns sitzen. Jeder wird sich wahrscheinlich fragen, warum haben wir hier so einen gespaltenen Schädel mit dem Auge? Und ich hatte den gesehen und habe gesagt, lass uns den zwischen die Stühle stellen, weil für mich ist das eins der wichtigsten Erkenntnisse, die ich eigentlich in meinem Leben hatte. Und zwar, das Ganze nennt sich Project Fauvea und das ist ja eine Kampagne, die ist eigentlich eine Philosophie, die ich eigentlich gerne möchte, um den Leuten zu erklären, über das Gespräch, was wir heute geredet haben, das so anschaulich zu machen, dass jeder sagen muss, okay, das stimmt, verdammt, das ist keine Lügerei oder der Harari hat da mehr Recht oder sonst irgendwas. Ahnst du schon so ein bisschen, worauf ich hinaus will? Ich bin gespannt, weil also als Fotograf, wofür dich der Kopf jetzt... Ja. Der Fotograf braucht ja das hier, das Auge. Ja. Und das Auge ist sozusagen etwas,
Ja, nicht jeder sieht, aber man sagt ja zum Beispiel auch, man sieht mit dem Herzen gut oder man hat ja auch schon festgestellt, dass man sogar sehen kann, ohne dass man das Auge benutzt. Ne? Also das dritte Auge, was jetzt hier sitzen würde. Aber ich möchte gerne mal auf das Auge zu sprechen kommen. Das Auge ist sozusagen, das Licht schießt hier in das Auge rein. Dort ist die Fovea centralis, deswegen Project Fovea, Fovea centralis. Dort trifft das Licht auf, so, aber dann kann das Auge oder das Auge kann kein Bild erzeugen, so wie wir das dann denken, dass wir mit dem Auge sehen, sondern wir brauchen jede Millisekunde, die wir im Leben, in diesem Leben erlebt haben, die ist gespeichert. Jede Millisekunde ist gespeichert, also alles. Es gibt nichts, was nicht gespeichert ist. Und diese Millisekunden an Erfahrung, die fürs Rationale stehen, werden dazu interpoliert vom Gehirn. Das heißt also, es entsteht sozusagen ein Bild aus dem Licht und der Ego-Erfahrung oder dem Rationalen. Und dann kommt das Fantastische, und das hat mich eigentlich am meisten begeistert. Das ist das, was wir immer so abtun als, ja, als so ein Gefühl oder könnte sein, könnte nicht sein, aber nicht beweisbar oder wissenschaftlich nicht erwiesen. Aber das Auge macht es das vor, dass wir es nämlich in jeder Millisekunde brauchen, die Intuition. In jeder Millisekunde brauchen wir sozusagen, um den Augenblick, in jedem Augenblick des Lebens, brauchen wir das, was wir sozusagen an Licht haben, also am Jetzt, das Rationale, was wir also in der Vergangenheit oder erlebt haben, und das, was sozusagen die Intuition genannt wird, Herzgefühl und so weiter. Das heißt also, das Auge macht uns eigentlich vor, was wir nämlich eigentlich, was hier in dieser Welt schief läuft, nämlich dieses totale Ungleichgewicht zwischen dem rationalen und dem intuitiven Denken und Handeln. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich diesen Kopf da ganz gerne stehen haben Toll, ja. wollte, weil es ist eigentlich eine Bedienungsanleitung, wie wir das Problem lösen können. Ja, das Problem ist, was Eckhart Tolle sagt, sozusagen ins Jetzt zu kommen und genau diesen Prozess, den du gerade beschrieben hast, wirklich bewusst mitzubekommen. Ja. Und das ist ja gerade die Krux, dass du normalerweise, wenn du eben sozusagen nicht mit diesem Grundvertrauen ausgestattet wurdest, bist du permanent in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Das heißt, du hast permanent Schuldgefühle, Groll, Hass und alles Mögliche über vergangene Ereignisse, über die du dir den Kopf zerbrichst und sagst, hätte ich da und da hätte ich aber sagen müssen und wenn ich, Oder, Mensch, morgen habe ich den und den Termin und hoffentlich wird das dann so und so und so und so. Das heißt, dieses Kopfkino ist nie im Jetzt. Und umso unsicherer du bist und umso mehr dir dieses Urvertrauen weggezogen wurde, umso mehr bist du im Gestern oder im Morgen. Und alle Weisheitslehrer sagen ja, dass der Weg nur über das Bewusstsein des Jetzt geht. Aber das, was du jetzt gerade sagst, bestätigt natürlich nochmal so ein bisschen, wo ich natürlich auch darauf aufmerksam machen möchte. Es ist nicht weg. Es ist nur ein Haufen Staub und Müll auf diesem, auf das Auge macht uns vor, dass es in jeder Millisekunde da ist. Und jetzt möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz mit dir vielleicht noch oder dir eine wichtige Frage stellen. Wenn das immer da ist, diese Genialität, also du hast das ja selber erfahren, du bist Maler, du bist Autor, du bist Autodidakt, du hast also nichts irgendwo beigebracht bekommen, sondern du hast einfach gemacht. Das heißt also, wo und wann und was ist die Konditionierung, die das möglich macht, dass wir nicht so handeln wie das Auge. Dass wir nicht so handeln. Genau. Achso, du Also, meinst, genau. dass wir uns Was ständig ist die verpassen? Konditionierung? Naja, du kannst als getriebenes, kleines, ängstliches Hörnchen nicht kreativ sein. Du kannst nicht, du musst also irgendwie deine Angst befrieden und du musst irgendwie durch deine Krisen durch. Und letzten Endes, das ist ja der große Bogen, den ich spanne in der Heldenreise, letzten Endes musst du sterben. In dein Ego muss letzten Endes sterben. Das heißt, das, was dich in dieser Raserei hält und ständig in der Vergangenheit und Zukunft und sonst wie, das ganze gehetzte Ich, das eben in unserer Gesellschaft massenweise narzisstischen Spin genommen hat, durch die Entwurzelung, die Gesellschaft in den letzten 200 Jahren hatte, familiäre Strukturen abgerottet und was nicht alles für institutionelle Verortungen da waren. Das heißt, wir sind fluktuierende, kleine, ängstliche Hamster, die erstmal zur Ruhe kommen müssen, damit diese Erfahrung gemacht werden kann. Und wenn das zu weit verrückt ist, schon das Ich oder das Ego,
und man die ganze Zeit im falschen Selbst unterwegs ist, gibt es eigentlich nur den Weg über den Ego-Tod, über eine Krise. Bei mir war es eine ganz, ganz große Lebenskrise, bei mir war es eine Krankheit. Und du hast da ja selber auch Erfahrungen. Das heißt, es muss ein echter Hammer kommen, damit diese Verkrustung, von der du eben gesprochen hast, es stimmt, es ist immer alles da und prinzipiell wäre darauf Zugriff und so weiter. Und wir sind genuin kreative, schöpferische Wesen. Das ist das wahre Wesen des Menschen. Als solche sind wir angelegt. Aber wenn da so eine Kruste von Angst drüber ist und falsches Selbst oder wie Jung sagen würde, Persona, wo man ständig nur rumläuft und anderen Leuten eine Maske zeigt und was vormacht, dann muss wirklich irgendein Kriseneinschlag kommen, um diese Verkrustung abzuräumen. Und danach ist man erstmal krank, danach nimmt man auch erstmal gar nicht mehr teil, aber nimmt auch nicht mehr falsch teil. Und dann kann man sich neu aufstellen und neu sortieren und kann sich vielleicht authentischer aufstellen. Und das ist die berühmte Wiedergeburt. Das heißt, es ist, der Held stirbt in seinem Abenteuer, während er mit dem Drachen kämpft und wird neu geboren und ist dann ein anderer und kommt dann als ein Held in Tüttelchen in seine Gemeinschaft zurück, weil er was verstanden hat. Und er bringt der Gemeinschaft dann das goldene Vlies mit oder den Heiligen Gral oder irgendwas auch immer. Das sind alles nur Metaphern für das neu entdeckte höhere Selbst. Es ist ganz schön, wenn du das so beschreibst, denn das Einzige, was sterben kann, und ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, das ist nur der Körper, aber nicht der Geist. Ich glaube, wenn wir das, und das ist ja wieder das Auge macht uns vor, dass der Geist eine unheimliche Kraft hat und auch die spirituelle oder auch die gespeicherte Intelligenz viel mehr ist als das bisschen, was wir einfach irgendwo zur Verfügung haben. Würden wir sozusagen dieses Gleichgewicht herstellen, würden wir sozusagen uns nicht aufrüsten müssen mit irgendwelchen Computerchips, sondern wir wären das ganze Wissen, was wir in jeder Millisekunde in diesem Leben aufgenommen haben und zusätzlich noch das ganze globale Bewusstsein, auf das wir zugreifen können. Zum Ende möchte ich dir vielleicht noch ganz kurz und vielleicht auch meine These noch sagen der Konditionierung, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das viele Menschen einfach auch sehen, dass sie das von Generation zu Generation unmerklich weitergeben. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, es muss etwas sein, was so unscheinbar ist, dass die Eltern und jede Generation es von Generation zu Generation weitergibt und dadurch diese Konditionierung auslöst. Und aus meiner These und auf der Suche nach dieser Frage bin ich darüber gestoßen, dass es so einfach ist, dass es tatsächlich unsichtbar ist. Nämlich, wir sind alle autodidaktische Wesen und ich glaube, das hast du erfahren und wir haben alle unglaubliche Energie und Lust und Schaffenskraft und das war ja auch der Grund, was du vorhin so beschrieben hast, dass du nicht arbeiten wolltest um Geld zu verdienen, sondern arbeiten, um Erfahrung zu sammeln. Und das bestätigt das auch nochmal, wie unglaublich diese Energie ist und die ist bei Kindern zu 100% vorhanden. So ist es. So, bis 4, 5, 6 und dann kommen die Kinder in die Schule. Und dann muss ja dieser finale Moment, dieser Gnadenschuss der Intuition geschossen werden. Und der wird geschossen mit einem ganz einfachen Prinzip. Wir behandeln Kinder wie Stopfgänse. Wir stopfen Wissen von anderen Menschen in sie rein. Und damit triggern wir nur eine Gehirnhälfte. Und zwar nämlich die der rationalen Wahrnehmung, des Ich, des Egos und so weiter. Und das ist so unscheinbar, dass das intuitive Gehirn dabei verkümmern kann. Also irgendwann ist dieses intuitive Gehirn komplett verkümmert und wir brauchen viele Jahre. Wir müssen es neu freilegen. Es ist so ein. Genau. Ich finde es nicht banal, ich finde es auch nicht unscheinbar. Es sind die beiden großen Fragen, wie man sozusagen die Menschen von ihrem Selbst abhält. Das ist einmal das Urvertrauen, das dir schon im frühkindlichen Zeitalter möglicherweise genommen wird, weil deine Eltern dich nicht adäquat spiegeln können. Das passiert dann noch vor der Schule. Und die Schule gibt dir dann den Rest, indem die Stopfgansnummer kommt und du sozusagen dich davon erstmal wieder befreien musst. Beides sind die maßgeblichen Faktoren, die die Menschen dann so am Ende dastehen lassen. Kleinigkeit meinte ich damit, dass es so einen großen Schaden anrichtet, so einen ultimativen Schaden der Konditionierung oder der gewollten Konditionierung. Ja. Ich glaube nicht, dass das aus Zufall passiert.
Und der Schaden so groß ist, dass das ganze, die ganze Genialität verloren geht. Also ich würde dir gerne nochmal eine Frage stellen. Mhm. Und zwar, du bist so unverbrüchlich, also unverbrüchlich klar in deiner spirituellen Welt, in deinem spirituellen Weltmodell. Ne? Das ist wirklich, hast du jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Mal gesagt, so ist die Wirklichkeit der Welt wirklich aufgebaut und man kann nicht sterben, es kann nur der Körper sterben und es kann das Ego sterben, aber wir leben ewig und so weiter und so fort. Alles, was du eben gesagt hast, das ist so gesetzt für dich, das ist so wahr, dass du scheinbar überhaupt über dieses letztlich ja doch auch Modell, du kannst auch nur das als Modell annehmen, mehr oder weniger. Und das stellst du nicht eine Sekunde in Frage. Also du hast selber bezüglich dieses Weltmodells überhaupt keinen Zweifel. Ja, ich bin ja ein paar Mal in meinem Leben gestorben. Also von daher ist für mich das... Also für dich ist das wirklich die Wirklichkeit? Das ist nicht für mich die Wirklichkeit, es ist die Wirklichkeit. Das hat also dann mit Glauben nichts mehr zu tun. Nein, und das gibt auch keinen Zweifel. Also das Thema Glaube und Zweifel spielen für dich überhaupt keine Rolle mehr. Es gibt keinen Glauben. Glauben ist etwas Spirituelles, was man in Frage stellen kann, was irgendwie was Esoterisches ist. Nein, es ist die Realität. Ich meine, ich weiß es jetzt nicht, ob du es weißt, aber mit 3 Jahren hatte ich Willemstumor. Der war so groß wie eine Pampelmuse als 3-Jähriger. Da habe ich schon 2 Jahre länger gelebt als alle, die diese Krankheit halt hatten. Und das ist jetzt, wie soll man sagen, ein Zufall gewesen, dass 1967 dann die Chemo kam. Und die wusste man aber nicht, wie man die anwendet, sondern man hat einfach reingeschüttet. Und die Ärzte sagen, und ich hatte in dem ganzen Körper Metastasen. Also die sind, wie soll ich sagen, also ich war nicht nur totgeweiht, ich war eigentlich einfach sozusagen noch ein Wunder, dass ich gelebt habe. Und die Bestrahlung und auch die chemische Behandlung waren so heftig, dass jeder Arzt sagt, ja okay, ich bin eigentlich 3-mal gestorben. Eigentlich an der Krankheit, an der Behandlung mit Chemo und an der Behandlung der Bestrahlung. Und ich denke mal ganz einfach, vielleicht so dieser, das war für mich natürlich auch mein ganzes Leben lang ein Problem, weil das für mich natürlich nichts Besonderes war. Ich war natürlich sterbenskrank über Jahre, aber habe das überlebt, weil ich meiner Intuition gefolgt bin. Und ich konnte diese Schmerzen, diese unglaublichen Schmerzen nur aushalten, weil ich nicht im Ego gelebt habe. Ich musste und war gezwungen, über Jahre im Intuitiven zu leben. Und ich kenne die Vielfalt der intuitiven Gaben und der Möglichkeiten und auch des Visualisierens und die ganzen Dinge, die wir da einfach haben. Und auch das ist trotzdem in dieser rationalen Gesellschaft irgendwann verstaubt. Das ist nicht so, dass ich in dieser Gesellschaft nicht auch sozusagen mitkonditioniert worden bin. Aber der Unterschied ist ganz einfach, dass bei mir ein Faden zu diesem Intuitiven, zu dieser unglaublichen Kraft, die mich überleben lassen hat, erhalten geblieben ist. Deswegen ist diese Staubdecke, die oben drauf kam, die brauchte dann noch einen Auslöser und das war dann mit 32, als mich ein Blitz getroffen hat. Und zwar volles Pfund, so dass ich halt von unten bis oben geleuchtet habe und mein Herz stehen geblieben ist und ich mir dann aus Reflex aufs Herz gehauen habe. Und dann, leider habe ich dann nicht diese Fähigkeiten bekommen, fotografisches Gedächtnis zu haben oder irgendwas Ähnliches. Aber es ist trotzdem etwas passiert. Und das ist, dass ich mich noch mal wieder erinnert habe an das wirkliche Sein. Und natürlich habe ich auch Ängste. Im Rationalen habe ich Ängste, aber die sind so klein, im Gegensatz, dass ich mich jederzeit auch wieder ins Intuitive zurückziehen kann in meinen größten Krisen und wirklich dort zu Hause bin. Ich bin nicht zu Hause im Rationalen. Ich bin in der Essenz im Intuitiven zu Hause. Das beschreibt vielleicht so ein bisschen, warum ich so überzeugt davon bin. Ja, ein paar Sachen, absolut, ein paar Sachen wusste ich ja auch von dir. Mhm. Und ich bin nur immer wieder überrascht, wie also so auch was andere teilweise über Jenseits Erfahrungen sagen. Und dann wird das also ganz genau beschrieben und so ist das. Und dann hat man die und die Erfahrungen gemacht und so in Sphären, die wir nicht ohne weiteres betreten können. Und das ist so unverbrüchlich und so klar und so ausformuliert, dass ich immer manchmal denke, wow,
Kann ich nicht sagen. Also für mich bleibt, gehört dazu auch ein Restzweifel. Für mich sind es Modelle, für mich, ich möchte gerne, dass es so ist. Und ich nehme auch an, dass es so ist. Aber es gibt einen großen Restzweifel, ob es wirklich so ist. Und ich glaube, dass dieser Restzweifel auch zum Menschsein gehört, dass du nämlich, wenn du das alles so hundertprozentig wüsstest und alles ist 100% klar, dann verstehe ich, also dann könnte man auch sagen, jetzt, das war's jetzt oder so. Weißt du, was ich meine? Aber wir Also können ja wenn es das. nicht irgendwie noch spannend wäre am Ja. Ende des Tages und man nicht genau weiß, was dich erwartet, dann weiß ich auch nicht. Also es ist spannend, aber ich beschreibe das mal ganz einfach so. Das Vergessen des Göttlichen ist ja das Prinzip der Dualität, um im menschlichen Körper überhaupt diese Erfahrung machen zu können. Ja. Das heißt also, sind wir immer zu viel göttliche Energie. Deswegen rede ich auch nie von, wir sollen, also ich muss immer lächeln, wenn Leute ja einfach spirituelle Menschen anbeten und sie eigentlich zu Göttern machen. Was sind Menschen? Ne? Aber genauso Klar. ist natürlich auch ein Adolf Hitler ein Mensch gewesen. Der ist genauso intuitive göttliche Energie wie Buddha. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil dann verstehen wir eigentlich erst, was eigentlich hier passiert. Adolf Hitler ist rationale, ja, wie soll man sagen, rationale, das ist purste Rationale. Er hat jegliche göttliche und empathischen Fähigkeiten verloren, weil er sozusagen ins totale Ego gegangen ist. Wie Ja, viele und andere auch. genau. So, und das Intuitive komplett eigentlich aus dem Gleichgewicht Und gebracht davon hat. laufen ja jetzt noch ein paar mehr rum. Davon haben wir im Die, Moment die Gesellschaft, genau. ja. Ja, genau so sieht es im Moment aus. Aber das wird sich immer wieder ins Gleichgewicht bringen oder zumindest mehr ins Gleichgewicht bringen. Aber natürlich immer ins Gleichgewicht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn jetzt sozusagen nur das Spirituelle, dann macht das Menschsein keinen Sinn, dann macht der Körper keinen Nee, das Sinn. wollte ich auch gerade sagen. Und das ist auch mein Weltmodell. Also ich glaube, dann könnte man den Laden ja hier zumachen. So sieht's aus. Also man sagt, wenn es so ist, dass das so ein Durchlaufhitzer ist, in dem man da wirklich aus einer anderen Seinswirklichkeit durchgeschleust wird, um gewisse Erfahrungen machen zu können, braucht man die Abtrennung, braucht man das Elend, braucht man den Tod, braucht man Leid, braucht man Krankheit, braucht man den ganzen Kram, um diese Erfahrung zu machen. Und wenn alle geliftet werden, dann kannst du den Laden doch zumachen. Das heißt, vielleicht ist die Welt so angelegt, wie sie jetzt ist, als genau das, was sie sein soll. Jein. Ich glaube, es ist ein evolutionärer Prozess und ich glaube, wir haben ja gerade, wir reden ja auf der einen Seite über diese unglaubliche Kraft des Transhumanismus und auf der anderen Seite die fehlende Erkenntnis, dass eine viel, viel größere Kraft, also wie der Transhumanismus ist dieser Tropfen im Ozean. Mehr ist das nicht. Das Intuitive ist der Ozean. Und dass diese Erkenntnis, diese Möglichkeiten, die in diesem Ozean stecken, die sind so unglaublich vielschichtig. Und man muss immer wieder auf den Tropfen gucken, den wir sind und das Wissen, was wir haben. Natürlich ist das Wissen, was wir haben, eigentlich die Möglichkeit, auf diesen Ozean zuzugreifen, auf das Wissen des Ozeans zuzugreifen. Aber wir sind sozusagen der Tropfen im Ozean. Und diese Minimierung macht uns Angst, macht uns sozusagen zu Menschen, die andere töten, macht uns zu Größenwahnsinnigen, zu Menschen, die einfach ja, sich selber entarten. Aber das ist nicht das Prinzip. Also Leben ist Leiden, so würde ich, wie das ja viele Buddhisten halt sagen, ich würde das so interpretieren, ja, natürlich ist das Leiden, also diese Hochs und Tiefs und auch die schlimmen Situationen im Leben, wichtige Erkenntnisse, Möglichkeiten, um uns sozusagen weiterzubringen. Aber ich will mal vielleicht ein Beispiel noch geben, warum ich auch so felsenfest davon überzeugt bin. Ich habe als Kind den Wunsch gehabt, die Tour de France zu fahren und habe sie sozusagen wirklich visualisiert. Und ich bin 7 Jahre dann Radrennen gefahren und bin bei jedem Radrennen Letzter gefahren. Das hat mich überhaupt nicht tangiert. Ich meine, als kleines Kind, was dann von Erwachsenen fertig gemacht wird, ist das natürlich eigentlich eine totale, ja, wie soll man sagen, aber im Endeffekt haben diese 7 Jahre das gebracht, dass ich gesund geworden bin, dass mein Körper sich von diesen Giften reinigen konnte, die Krankheit konnte ich dadurch überwinden, ich habe einen starken Körper bekommen,
der dadurch möglich war. Das war das Intuitive, das war der intuitive Sinn sozusagen der Selbstheilung. Aber, und das ist das Fantastische, diese Bilder und diese Visualisierung, die ist mit 38 dann in die Realität, wo ich eigentlich dann schon fast gar nicht mehr daran geglaubt habe, bin ich dann, nee, stimmt nicht. Ich habe ja mir die Tour de France dann einfach zu meinem Event gemacht und habe eine Modegeschichte gemacht während der Tour de France und habe gesagt, ich werde die Tour de France fahren und werde dann eine Modegeschichte machen. Ja. Das habe ich gemacht mit einem riesen Erfolg und bin dann 2 Jahre Jan Ulrichs privater Fotograf geworden und bin die Tour de France dann praktisch 3-mal mitgefahren. Ja, ja. Und das zeigt, wie kräftig eigentlich das Visualisieren ist und dass das nicht irgendein Zaubertrick ist. Nur wir unterschätzen, wie viel Leidenschaft, wie viel Energie und wie viel Geduld und das Visualisieren sozusagen auch in einer anderen, ähnlichen Form sozusagen zutage treten kann. Also ich war ja dann Fotograf, nicht Radrennfahrer. Aber was mich dann noch mal ein paar Mal bestätigt hat, ist, man fragt sich ja dann, wenn man jetzt bei Prinz Charles irgendwo bei der Audienz steht oder auch bei was ich jetzt nicht so visualisiert habe, aber ich wollte immer so prominente Menschen halt fotografieren, um einfach das zu erfahren, wie diese Menschen sind, wie die Energie ist, wie das Ganze irgendwo sich anfühlt. Aber das Entscheidendste, wo ich wirklich wieder auch dieses Visualisieren benutzt habe, war unbedingt Musiker, Rockmusiker. Und ich stehe dann auf der Bühne von Linkin Park und bin mit denen 4 oder 5 Jahre unterwegs gewesen, immer wieder. Und dann realisiert man, das funktioniert. Und wenn ich jetzt einfach nochmal eine, vielleicht über das Thema, was heute so relevant war, auch rede. 2010 habe ich dieses Project for Wear gemacht und 2012 kam dann die Ignorance Pulls the Trigger Kampagne heraus. Also praktisch, ich habe den Leuten gesagt, das ist das Logo, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und viele haben sich in den Mund geschossen, viele haben sich in die Schläfe geschossen oder sonst irgendwo hin. Da sind unheimlich viele kreative, auch sehr mahnende Bilder bei rausgekommen. 20.000 Menschen habe ich fotografiert, circa 300 Weltstars. Und wenn man jetzt die gesamte Zeit der letzten 3 Jahre auf einen Punkt bringt, dann ist das schon fast erschreckend, was das bedeutet, also dieses Visualisieren. Wie kann ich an etwas nicht glauben, was um mich herum alles außer Kraft setzt, was Menschen mir zu verstehen geben oder was Menschen behaupten, was ist. Also normalerweise dürfte ich nicht mehr leben, normalerweise hätte mich der Blitz töten müssen, normalerweise ist es nicht möglich, bei der Tour de France mitzufahren, und ich fahre es doch mit und normalerweise, wer steht schon mit Linkin Park auf der Bühne über mehrere Jahre? Nee, ist klar. Ne? So, also warum sollte ich da irgendeinen Zweifel haben? Du brauchst mich so umfassend gar nicht überzeugen, weil ich ja wirklich, ich sage ja nur, mein Selbstmodell. Das habe ich jetzt auch für die Zuschauer getan. Nein, ist klar. Also mein Selbstmodell hat noch auf jeden Fall Restzweifel, ne? Und ist nicht so stark, dass ich sage, garantiert ist das so und so und so, so ist es bei mir nicht. Aber was ich auch an deiner Geschichte so interessant finde, dass diese Kraft einerseits da ist, eben das positive Visualisieren und so weiter. Und trotzdem ist der Kristallisationspunkt, an dem die Journey dann losgeht, auch tatsächlich eine Krise gewesen. Ne? Also es sind Krisen und von da ab fängst du als Held an, dieses Abenteuer auf dich zu nehmen. Du hättest aber auch ausweichen können. Ne? Das heißt also, du hast sozusagen, du bist eingestiegen in das Abenteuer und dann geht der Trip wirklich los und du machst ungeheure Erfahrungen und dann passieren eben solche Sachen, die du eben alle erzählt hast. Ne? Aber die Kristallisationspunkte sind ja letztlich doch Krisen gewesen. Natürlich, und ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Tag des Lockdowns war für mich, mir war klar, hier passiert endlich ein Befreiungsschlag, ein gesellschaftlicher Befreiungsschlag. Die größte Enttäuschung war, dass die Gesellschaft so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Das hätte ich nie gedacht. Ich habe wirklich gedacht, jetzt nimmt die Gesellschaft es wahr, um sich sozusagen zu evolutionieren und im Grunde genommen einfach auch diese Chance sozusagen sich
neu aufzustellen und sich endlich zu emanzipieren und erwachsen zu werden. Genau. Das ist die große Enttäuschung meines Lebens, muss man ganz ehrlich sagen. Da bist du nicht der Einzige. Also es sind ja, wenn man die Aufklärer dann alle persönlich kennt und irgendwann mal kennengelernt hat, dann ist das fast allen so gegangen. Also wo man wirklich sagen kann, die waren alle mehr oder weniger geschockt über genau das, das so easy möglich war. Und wo man dann eben auch nacharbeiten muss, wo man wirklich psychologisch nacharbeiten muss und sagen muss, das Ding war so übel und es war so früh zu sehen, dass es Vorsatz war. Und trotzdem war das ein Fingerschnipp und die Gesellschaft ist in die Spur gegangen und hat sozusagen massenhypnotisch reagiert. Und das Ding hat gesessen bei allen, die es verstanden haben. Und das sind auch die jetzt natürlich Angst haben vor dem, was noch kommt, ne? Also Angst habe ich keine, denn ich glaube, dass dieser Prozess einfach, also Angst habe ich keine, ist nicht richtig. Natürlich gibt es immer wieder Ängste, ne? Also rationale Ängste, aber wir haben die Möglichkeit, diese Ängste loszulassen. Und ich glaube ganz einfach, dass es die größte und großartigste Zeit ist und die größte Möglichkeit für die Menschen, für alle, für uns, für jeden, daran zu wachsen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war der erste Tag des Lockdowns nicht nur die Möglichkeit, sondern ein unglaubliches Abenteuer, was endlich beginnt und endlich diese grausame Zeit, die nämlich davor schon omnipräsent war, überall um uns herum, diese Welt der Illusion endlich loszulassen und tatsächlich daraus etwas Besonderes zu machen. Und ich glaube fest dran, dass am Ende wir alle das nicht bereuen werden, dass wir durch diese Zeit gegangen sind und sie meistern. Ja. Ja, ich danke dir recht herzlich. Jetzt habe ich zum Schluss ein bisschen was gesagt, aber ich glaube, das ist auch erlaubt. Gut. Und danke für deine fantastischen Bilder, die werden wir auch noch so ein bisschen in das Video mit einbauen, die ja einfach auch mahnende Denkmäler irgendwo sind für eine Zeit, die wahrscheinlich unvergessen bleiben wird. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Mir auch, sehr viel und vielen Dank an dich und an meine Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Da in den letzten Monaten die Spenden merklich zurückgegangen sind, möchte ich euch nochmal herzlich darum bitten, uns mit unserer Arbeit zu unterstützen. Ihr helft damit, unabhängigen und kritischen Journalismus zu ermöglichen. Bitte vergesst auch nicht, uns bei YouTube und Telegram zu abonnieren. Vielen Dank, euer Kai Studt.